Also nochmal zur Klarstellung zu meinem Video von gestern, nicht, dass da irgendwelche Missverständnisse mal wieder auftreten. Ich habe ja gestern ein paar Gründe angebracht, warum Russland jetzt in der Ukraine einmarschiert sein könnte. Ja? Und die habe ich angebracht, weil unsere Medien immer Putin als geisteskranken Tyrannen und Diktator hinstellen, der jetzt aus purer Mordgier und ja, aus völlig unbefindlichen Gründen da jetzt einfach so einmarschiert. Ja. Und die arme, arme, unabhängige Ukraine jetzt besetzen will. Einfach nur so, aus Spaß, ja, aus Machtgier. Und diese Ansicht ist völlig, völlig absurd. Ja. Das ist so eine Star Wars Logik. Ja. Also durch die Filme, die man so konsumiert, ist man da schon so eingespielt, dass man denkt, es muss da immer so einen großen bösen Bösewicht geben. Ja? Und die einen sind die guten Jedi-Ritter und die anderen sind die bösen Verbrecher. Ja? Aber so ist es nicht. Und es bringt uns nichts, diese Vorstellung zu haben. Ja? Für mich ist es eine extreme Tragödie, dass es ein Krieg ist. Aber um möglicherweise dieses aufzulösen und diesen Krieg zu beenden, muss man verstehen, warum überhaupt Krieg ist. Und es ist nun mal nicht Krieg, weil Putin jetzt unbedingt mehr Macht haben will und mehr Länder kontrollieren will. Ja? Und Putin ist auch nicht der treibende Keitel. Ja? Putin ist einfach nur ein Präsident eines Landes. Und meines Wissens nach haben die Präsidenten sowieso nur repräsentative Funktionen. Ja? Die wirklichen Entscheidungen werden, glaube ich, woanders gefällt. Und meiner Ansicht nach ist das ein Konflikt zwischen dem Westen und dem Osten sozusagen. Ja? Und aber auch nicht direkt ein Konflikt zwischen den Russen und den Amerikanern. Ja? Weil die Russen an sich sind auch nicht die Herrscher Russlands oder der Russischen Föderation. Ja? Das ist auch ein Vielvölkerstaat. Und alle Staaten der Welt sind diesem globalen Handelssystem unterworfen und nehmen Kredite von internationalen Banken. Und klar, wenn diese Banken diese Kredite abdrehen, dann ist Schluss. Also die Banken müssen immer mitspielen, wenn irgendwo Krieg ist. Und wenn die Banken das nicht wollen, dass Krieg ist, dann gibt es auch keinen Krieg. Ja? Das war schon im Ersten Weltkrieg so, als die Briten im Grunde pleite waren 1916 und im Grunde Frankreich und Großbritannien im Grunde verloren hatten. Aber dann die Banken gesagt haben, nö, wir finanzieren das weiter, wir versuchen auch die Amerikaner mit reinzuholen und dann gewinnt ihr das schon. Ja? Und ich denke, auf Seiten der Banken, des Kapitals, der Waffenindustrie ist es auch immer so ein Kalkül, ja, versorgen wir doch einfach mal zwei Seiten mit Waffen und schauen, wie lange das geht und wie viel Geld man damit verdienen kann. Ja? Also, ich denke, wenn es das Interesse des Westens wäre, diesen Krieg zu beenden, dann würden sie es auch tun. Ja? Und dann würden sie die Waffen nicht immer nur so kleckerweise schicken, sondern dann würden sie gleich alles auf einmal schicken, sodass Putin sofort merkt, okay, das kann ich mir jetzt nicht leisten, das kann ich nicht mehr gewinnen. Aber da wird eben so kleckerweise immer mal ein Panzer geschickt und dann mal wieder eine neue Rakete und dann vielleicht doch mal ein Flugzeug oder so, ja, sodass es immer schön weiter am Köcheln bleibt. Und man muss einfach verstehen, dass die Gründe dieses Krieges nicht in der Person des Putin liegen, ja, sondern viel komplexer sind. Und ich behaupte nicht, dass ich weiß, warum jetzt Krieg ist, hundertprozentig. Ich möchte nur aufzeigen, dass man in unseren Medien es auch ganz anders darstellen könnte. Man könnte genauso gut Putin als den Guten hinstellen und alle möglichen vollkommen nachvollziehbaren Gründe anführen, warum er jetzt dort einmarschieren muss, warum er jetzt dort die Russen im Donbass schützen muss, ja, vor den Terrorangriffen der Ukraine, was durchaus passiert ist. Ja. Ja, als die Ukraine damals diese sich unabhängig erklärten Republiken nicht anerkannte, hat sie natürlich angegriffen mit ihrer Armee. Und dann haben sich diese Donbass-Republiken da im Guerillakampf sozusagen verteidigt. Und seit 2014, wie gesagt, ist dort Bürgerkrieg.
und welche Gräueltaten die Ukraine da begangen hat, das wird natürlich ausgeblendet. Aber wenn man das alles so darstellen würde, dann könnte man in Deutschland die Meinung verbreiten, Putin ist der Gute und alle würden es glauben. Ja. Die Frage ist halt für uns, was machen wir, um diesen Krieg zu beenden? Weil für uns stellt es sich so dar, da gibt es zwei Machtblöcke, zwei Imperien. Ja? Das russische Imperium und das amerikanische, angloamerikanische Imperium. Wir sind unter der Fuchtel des angloamerikanischen Imperiums. Und so wie die Russen, oder die russische Föderation, so wie die russische Föderation dort quasi bestimmte Völkerschaften aus ihrem Einflussbereich nun einzieht und Bataillone aufstellt und den Kampf quasi verheizt, könnte man sagen, ja, oder halt verwendet, so werden wir auch vom angloamerikanischen Imperium verwendet. Ja. Erstmal unsere Industriekraft, unsere Waffen. Aber das wird dann nicht dabei bleiben. Ja. Als die Waffenarsenale der Ukraine leer waren, hat man natürlich dann westliche Waffen geschickt. Und wenn die Leute der Ukraine alle sind, wenn die Ukraine keine Mannschaften mehr hat, ja, weil alle verheizt wurden, dann werden eben Leute aus Europa geschickt. Das ist einfach nur eine Frage der Zeit. Ja, man hat am Anfang auch gesagt, wir schicken keine Panzer. So, jetzt schickt man Panzer. Jetzt sagen sie, wir schicken keine Flugzeuge. In ein paar Wochen werden sie Flugzeuge schicken. Dann werden sie sagen, wir schicken keine Menschen. In ein paar Monaten werden sie dann auch Truppen schicken. Ja. Jetzt wurde sogar schon Iran angegriffen. Das wird sich immer weiter ausweiten. Und am Ende werden die Deutschen da wahrscheinlich mit verheizt werden. Aber es bringt uns nichts. Und es bringt auch den Ukrainern nichts. Weil es nicht um die Ukrainer geht. Es geht um andere Dinge. Wir wurden schon in den ersten beiden Weltkriegen verheizt. Ja. Nun konnte man in den ersten beiden Weltkriegen immer noch gerade so als Normalbürger der Annahme sein, es geht irgendwie um uns. Ja. Da gibt es einen Kommunismus, der die Welt bedroht. Und dann wird den Leuten erzählt, wir ziehen jetzt nach Russland, um den Bolschewismus zu bekämpfen. Und da wird es sicherlich viele Leute gegeben haben, die sich gesagt haben, ja, der Bolschewismus ist eine ganz schlimme Sache. Was da in Russland passiert ist, das wird ja in Europa auch anrichten. Wir sind die Guten, ja. Wir müssen da jetzt kämpfen. Und wir müssen irgendwie für Deutschland kämpfen. Wir haben hier eine Tradition, wir haben hier eine Geschichte. Das wird alles vernichtet durch den Bolschewismus oder auch durch den Amerikanismus genauso. Ja. Ich meine, der Kapitalismus zerstört genauso die Kultur der Menschen. Aber man hätte damals immer noch sagen können, wir haben eine Kultur und mein Gott, dafür kämpfen wir jetzt. Ja. Also da konnte man die Leute noch überzeugen mit solchen Argumenten. Ja. Ob das nun wirklich das Ziel der Nazis war, die Deutschen zu retten oder nicht, das ist da jetzt mal dahingestellt. Ja. Oder ob das nun Vorwand war, um die Leute zum Krieg zu überzeugen und sich abschlachten zu lassen. Aber jetzt stellt man sich mal die Frage, wofür sollen wir denn jetzt kämpfen? Ja? Angeblich kämpfen wir für irgendwelche Werte, irgendwelche westlichen Werte der Freiheit und so weiter. Klar, wenn man den ganzen Tag Fernsehen guckt, könnte man noch der Ansicht sein, wir sind hier irgendwie frei oder so, ja, wenn man das jeden Tag eingetrichtert kriegt. Aber wenn man das ein bisschen differenzierter betrachtet, also ich bin nicht der Ansicht, dass wir hier besonders frei sind. Ja. Auf jeden Fall wüsste ich nicht, wofür ich mich da jetzt verheizen lassen soll. Ich glaube, dass deutsche Waffen und deutsche Soldaten in der Ukraine nichts Positives bewirken werden. Weder für uns noch für die. Ich glaube, wir sind Vasallen eines Imperiums. Und im schlimmsten Fall will die Waffenindustrie dieses Imperiums einfach nur Geld verdienen. Und die Leute werden dafür verheizt. Was ist das bitte für eine, also einen sinnloseren Tod, denke ich mal, kann man sich gar nicht vorstellen. Einfach nur für die Geschäftsinteressen irgendwelcher Banken und Konzerne vor die Hunde zu gehen, als Söldner. Aber ich denke, darauf wird es hinauslaufen. Also wie gesagt, ich habe schon früher betont, dass ich weder links noch rechts bin und dass ich mich weder für die eine noch für die andere Seite hier
aufopfere, ja, sondern ich bin als Mensch, bin ich deutscher Abstammung. Ich habe eine ethnische Zugehörigkeit, eine Geschichte, eine Identität, eine Kultur. Ich habe wie viele andere Nationen, wie alle anderen Stämme der Welt, etwas Einzigartiges an mir, was ich weitertragen möchte, weil es mein Urinstinkt ist. Ich möchte meine eigene Art erhalten, mein eigenes Wesen weitertragen. Ich möchte die schönen Dinge, die mir kulturell vermittelt wurden, weitervermitteln an meine Kinder und diese jahrtausende alte Geschichte fortsetzen. Und nicht einfach nur irgendeine Nummer, ein Konsument sein, der irgendein Medienprodukt konsumiert. Ja. Ich finde dementsprechend weder auf der linken Seite noch auf der rechten Seite die Einsichten, die meiner Ansicht nach nötig wären. Ich kann mich da weder zu dem einen noch zum anderen hinzu addieren. Im Gegenteil, ich glaube eher, dass auch dieses Links- und Rechtsdenken bewusst in die Welt gesetzt wurde, um die Menschen auseinanderzutreiben und in permanenten Debatten und sinnlosen Diskussionen in Streit zu halten und zu verhindern, dass sich die Menschen anhand ihrer ethnischen Zugehörigkeit organisieren und wie in der Antike in Stämmen organisieren und ihr eigenes Ding machen. Ja. Die Menschen sollen in Ideen denken, in politischen Kategorien und Schubladen sollen sie denken. Und dementsprechend dann auch manipulierbar sein. Ja, und genauso wie ich mich weder links und rechts zuordnen kann, werde ich mich auch nicht dem russischen Lager oder dem westlichen Lager zuordnen, sondern das sind für mich einfach nur zwei Seiten der gleichen Medaille. Und weder das eine noch das andere hat für mich irgendwelche Vorteile.